Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Let's Play Minecraft Staffel 6 hier mit dem Sektresius. Und wir sind in den Himmelsstern angekommen. Letzte Folge. Könnt ihr euch nochmal angucken, wie das geschehen ist? Und guckt euch mal diesen Baum an. Herrlich. Wunderhübsch. Sehr orientalisch gehalten und ich finde, er hat es sehr gut getroffen. Schaut euch dieses Tor an. Wunderhübsch. Sehr schön. Aha. Das ist der Basar, so wie das ausschaut. Hier geht's zum Basar. Hier unten wird noch weiter gebaut. Ja, hier. Hier haben wir unseren Laden, den können wir einrichten. Sehr schön. Werde ich schon mal hier eine Truhe aufstellen. Unser ganzes Zeug erstmal reintun. So, weil ich habe mir so gedacht, ja, können wir es auch ein bisschen orientalisch gestalten. So, den Ofen können wir hinpacken. Die Werkbank, wo ist sie? Hier. Zack. Und die Werkbank. Guck mal. Schön, schön. Schön viel Kontrast hier mit dem Grün. Das gefällt mir. Gefällt mir sehr. Und hier ist das Wappen von Himmelsstern. Schaut euch das an. Guten Tag, Gerber. Mit Ihnen wurde schon gehandelt, ordentlich. Ein lediger mit Schutz 2 und Donnen 1. Ein sehr schönes Angebot. Ich hätte meine Smaragde vielleicht in die Endertruhe packen sollen. Hätte ich vielleicht machen sollen. Okay, was haben wir hier? Wupp. Müssen wir das Fernglas erstmal auspacken. Schmiedekunst, Wieland, Eisenruf. Okay. Müssen wir was essen? Was ist das hier für ein Gebäude? Mit einem riesen Turm. Brauerei zum saufenden Schlot, Inhaber Reinig Heinrich Starkbier. Okay. Hier ist eine Brauerei. Die braucht Mutwin auch. Ihr wisst ja, ich komme aus einer Region eines Ursprungs. Ganz schön viele Arbeitslose hast du hier, Sonnenschein. Eine Fischstube kommt hin. Aber wir bauen hier erstmal hier das Schild, ne? Weiß nicht, ob wir das einen höher setzen. Das schaut bestimmt besser aus. Pass auf. Ich habe hier ordentlich Zeug mitgebracht, dass ich hier ordentlich bauen kann. Und das, ja, so, hier sind auch noch Bretter. So, du weißt, was ich vorhabe. Zack. Lass mal hier Schilder basteln. Jetzt haben wir 4 Stück. Nicht um meine Schilder waren, ich weiß. So, aber jetzt schreibe ich ja an erstmal Spezialitäten aus. Oder? Müssen wir noch ein bisschen verzieren. Zack. Und hier unten drunter schreiben wir dann von der Wolle bis ja. Warte mal, wir können auch hier Woll hier, wie nennt man denn das? Mit Fasern, mit hier Stoffen, Kleidung, Nähstube, nee. So, Stoff, Kunststoff, nee, nicht Kunststoff.
Weber, genau, der Weber. Weber. Reihe. Jutta. Jutta Thies. Jutta Thies. Da schreiben wir noch hin. Und? So, jetzt geht das Schild weiter auf der anderen Seite. So, Spezialitäten aus Nordwen. Zack. Weberei Jutta Dies und Bäckerei. Bäckerei. Wen? Wie nennt man das, wenn man Brot so aufbricht? Wie war das? Muss ich mal ganz kurz googeln. Mal ganz kurz hier Google anwerfen. Nicht Brot, Brötchen, Brötchen. Zack, zack. Gibt's da nicht irgendwas? Zack, zack, wo haben wir es denn, wo haben wir es denn, wo haben wir es denn? Aber so, Schrippe, das Wort ist mir nicht eingefallen. Bäckerei Wien Schrippe, so wollte ich das nämlich nennen. Passt sogar hin. Zack, ist es Nacht? Warte mal, ich muss mal hier wieder ausmachen. Ne, ist noch nicht Nacht. Ich gucke mal auf meinem Timer hier. Kann ich das perfekt abmessen, wenn ich hier jede Nacht schlafen gehe. So. Haben wir irgendwas im Inventar? Nein. Gehen wir mal rein in die Stube. Zum den Laden so ein bisschen aufteilen, würde ich sagen. Auf die eine Seite kommt der Bäcker, auf die anderen Seite. Hier der Weber. Und wie mache ich denn hier so einen Webstuhl? Da muss ich mir dann nochmal Gedanken machen. Und darum packe ich jetzt erstmal hier meine Sachen wieder rein. Zack, zack. Und mach mir erstmal Gedanken. Wir haben ja hier. Den Verkaufsbereich könnte man ja aus Sandstein machen. Aber ich bin mir gerade überhaupt nicht sicher. Ach, ich Dämel. So. So. Sandstein ist teuer für mich. Ich hab nicht so viel Sand. Könnte er dann wirklich hier so eine Bäckerstube machen? Oder einfach so. Und so. Kann man natürlich auch machen.
Nee, nee, du kommst ja raus. Genau, so. Kann man das aber auch so machen. Und so. Schaut auch nicht schlecht aus. Kann man machen, wie man will. So habe ich jetzt ein bisschen Vielfalt reingebracht. Ich könnte das auch so machen. Also schaut es ein bisschen anders aus auf beiden Seiten. Das gefällt mir eigentlich besser. Es wird Nacht, deswegen schlage ich mein Bett auf, wo ich es auch immer abgestellt habe. Es liegt hier in der Truhe. Und ich lege mich schlafen. Ich verabschiede mich, meine lieben Freunde. Das war's erstmal mit dieser Aufnahmesession. Ich werde mir jetzt den Kopf machen, wie ich hier den Bazar einrichte. Und dann schauen wir weiter. Bis dahin. Ciao, ciao.